Das Roggenbrot, das man in Lettland genießen kann, backen nur die örtlichen Bäckermeister. Gemäß alten Backtraditionen. Wie der Hausherr der Bäckerei und Eigentümer des Unternehmens Laci, Norman Skaudjis, erzählt, wird echtes Roggenbrot in einem gemauerten Ofen gebacken, der mit Holz beheizt wird. Das ist ein langsamer Prozess, den man nicht beschleunigen darf. Die Letten bauen schon sehr lange Roggen auf ihrem Land an und haben gelernt, es bei allen Wetterbedingungen anzubauen. Aus dem Roggen backen sie ihr beliebtes Brot, das wir echtes Roggenbrot nennen. Dieses Produkt half uns, sowohl Hunger als auch Missernten und Kriege zu überstehen. Mit den Jahren verstärkte sich die Liebe zu dem Roggenbrot, das hier in Lettland mit unserem Roggen gebacken wurde, sogar noch. Wie Skaudjis erzählt, hat das echte Roggenbrot seine ursprüngliche Form und seine Geschmackseigenschaften bewahrt. Darüber hinaus kann man frisches Roggenbrot, das man einfriert, mindestens ein halbes Jahr aufbewahren und erst dann aus der Kühltruhe holen, wenn man es wirklich braucht. Roggenbrot ist ein ganz besonderes Produkt, das Aufmerksamkeit verlangt und ein meisterliches Können bei allen Fertigungsschritten. Sowohl beim Herstellen des Sauerteiges als auch beim langfristigen Säuern des Teiges. Daher wohnt dem Brot ein einmaliger Nährwert inne. Das Brot hält sich selbst sehr gut, aber man muss eine Regel beachten. Sobald man das Brot angeschnitten hat, verliert es seine Schutzhülle, denn die Kruste ist das, was das Produkt vor der Umgebung schützt. Daher muss man sich darum kümmern, dass das Brot nicht verdirbt. Wir wissen, dass bei der Herstellung von Roggenbrot keinerlei Apparatur verwendet wird, denn der Roggenteig ist sehr empfindlich und man braucht dazu eine besondere Beziehung. Skaudjis betont, dass der Nährwert des Brotes hervorzuheben ist. Denn es enthält die für den Organismus notwendigen Faserstoffe und Vitamine. Wenn wir vom Nährwert sprechen, muss man wissen, dass sich die wertvollsten Stoffe aufgrund der langen Säuerung des Teiges bilden. Der Vorteil des Roggenbrotes ist der, dass er nur aus einem Rohstoff besteht, aus grob gemahlenem Roggenmehl. Das bedeutet, dass fast das gesamte Korn gemahlen wird und das Brot voller Faserstoffe ist. Das wiederum stellt sicher, dass das weiche Brot im Organismus lange verarbeitet wird. Daher erhält sich auch das Gefühl der Nahrhaftigkeit lange. Außerdem gibt der lange Prozess der Säuerung zusätzlich verschiedene Säuren und Vitamine, die wir als Mehrwert bezeichnen können. Und lang gesäuertes Roggenbrot weist den höchsten zusätzlichen Nährwert auf. Nicht umsonst nimmt das Roggenbrot einen sicheren Platz unter den nützlichen Souvenirs ein, die man seinen Lieben als Mitbringsel aus Lettland reicht. Wohl wissend, dass es bei richtiger Aufbewahrung die Geschmacksqualitäten nicht verlieren wird.